Am Wochenende steht Läden wieder einmal ganz im Zeichen des Reitsports. Bereits Anfang August wurde ein internationales Reit- und Fahrturnier in der Gemeinde ausgetragen. Nun folgen die 13. Lädener Pferdetage. Man kann das schon vergleichen mit die Champions League hier in Läden. Also das ist, wir fahren auf einem ganz hohen Niveau. Man hat ja bei uns in Läden so, dass man auch die Leute alle Hindernisse zu Fuß abgehen können, was man auf vielen Turnieren nicht hat. Insgesamt 11 Nationen und ca. 280 Pferde sind über das Wochenende vor Ort. Natürlich läuft alles Corona-konform ab, denn sonst geht es nicht. Wir haben bei uns, wir müssen aufpassen, dass wir das Hindernis, die ganze Gelände auch abgesperrt ist, dass wir einen Eingang haben, wo die Leute reinkommen und sich registrieren müssen. Es könnte auch vorher über einen Link gemacht werden von der Seite von der PSG-Läden. Und jeder kriegt seine Karte um. Und wenn er das Stadion wieder verlässt, muss er die Karte wieder abgeben. Und damit wir auch genau wissen, wer auf diesem Gelände auch hier ist, mit Namen, Adresse und Telefonnummer. Das Event geht noch bis Sonntag. Auf das Gelände dürfen bis zu 500 Zuschauer. Und auch wenn es zu voll werden sollte, gibt es eine Möglichkeit, dabei zu sein. Auf www.liveevent.fotovideo-nrw.de gibt es einen Livestream über das gesamte Wochenende.